Es ist ein 2000 Jahre altes Geheimnis, angesiedelt in Afghanistan. Es waren 20.600 Gegenstände aus Gold, eine unglaubliche Menge. Ein in endlosen Kriegen zusammengetragener, sagenhaft wertvoller Schatz, der spurlos verschwand. Jeder war überzeugt, das baktrische Gold sei für immer verschollen. Jahrhunderte später wird der Schatz wundersamerweise wiederentdeckt, aber auf ihm lastet ein Fluch. Kurz darauf fanden sie sich in einem heiligen Krieg wieder. Eine Geheimgesellschaft nimmt jedes erdenkliche Risiko in Kauf, um das Gold von Baktrien vor den Taliban zu retten. Es gab 7 Schlüssel von verschiedenen Personen aufbewahrt. Nur gemeinsam hatten sie Zugang zu dem Gold. Afghanistans wichtigster Nationalschatz soll nicht denen in die Hände fallen, die ihn zerstören möchten. November 2001, Kabul, Afghanistan. Rund um die afghanische Zentralbank detonieren Bomben. Mit Luftangriffen beginnen die USA ihren Krieg gegen den Terror. In der Umgebung der Bank und des Präsidentenpalastes wurde gekämpft. Die Taliban verloren allmählich die Kontrolle über das Land. Eine Gruppe Taliban-Kämpfer unternimmt noch den verzweifelten Versuch, den Nationalschatz in ihren Besitz zu bringen. Das Gold von Baktrien liegt in einem unterirdischen Gewölbe in einem einbruchsicheren Tresor. Es war der Tag vor der Einnahme von Kabul. Über dem ganzen Gebiet flogen Flugzeuge und sie versuchten unterdessen in den Tresorraum einzudringen. Die Bankangestellten hatten es mit Taliban zu tun und hätten leicht erschossen werden können. Einer dieser mutigen Angestellten erklärte ihnen, dass es 7 Schlüssel gäbe, die 7 verschiedene Personen hätten. Diese lebten in der Welt verstreut und man müsse alle zusammenbringen, um den Tresor zu öffnen. Draußen wird das Bombardement immer heftiger. Für die Taliban wird es Zeit, aus Kabul zu fliehen. Sie lassen nichts unversucht, um hineinzugelangen. Sie wollen das Gold. Die Taliban wollen nicht ohne das Gold abziehen. Sie sind entschlossen, diesen Schatz, der so sagenhaft wertvoll sein soll, zu plündern. Sie haben sich darauf vorbereitet, den Tresor zu sprengen. Es kümmert sie wenig, ein unersetzliches und in der Welt einmaliges Kulturgut zu zerstören. Das Gold von Baktrien. London im Jahr 1867. Hier entsteht die Legende vom Goldschatz in Afghanistan. Unter Münzsammlern machen Berichte über geheimnisvolle Goldmünzen aus weit entfernten Ländern die Runde. In London trafen sich einige Numismatiker zum Essen. Sie unterhielten sich über die verschiedenen Münzen ihrer Sammlungen. Einer von ihnen erzählte, ein Bettler aus Zentralasien sei zu ihm gekommen, um ihm von einer prächtigen Münze zu erzählen. Der Mann habe den Bettler gefragt, was für eine Art Münze es sei, wie groß sie sei und wer darauf abgebildet sei. Der Bettler habe nur gesagt, sie sei so groß, aus purem Gold. Der Münzexperte schickte den Mann umgehend fort. Solch eine Münze konnte es nicht geben. Kein König aus der Antike hatte Münzen von der Größe geprägt, die der Bettler genannt hatte. Die Unterhaltung wandte sich also wieder anderen Themen zu. Doch einen Franzosen ließ die Geschichte über die große Goldmünze nicht los. Ihn packte der numismatische Eifer. Er beschloss, den Bettler zu suchen und die Münze selbst in Augenschein zu nehmen. Er verließ also die Versammlung und folgte der Spur des asiatischen Bettlers bis zu dessen armseliger Behausung in London. Er bat ihn, die Münze ansehen zu dürfen. Der Bettler entledigte sich seines großen, schweren Mantels und daraus, eingenäht in einen Lederflicken, zog er diese prunkvolle Goldmünze hervor. Beim Anblick dieses wunderbaren Stückes war er wie vom Schlag getroffen. Er war sofort überzeugt, es mit einem echten Kleinod aus der Antike zu tun zu haben, einem der prächtigsten Stücke, die jemals gefunden worden waren. Er bat den Bettler, ihm mehr über die Münze zu erzählen. Dieser sagte, wir waren 7, als wir sie fanden. Immer und zu jeder Zeit hat Gold die Habgier der Menschen geweckt und Freunde zu Mördern gemacht. Lass
Fünf von uns starben sofort und zwei überlebten den Kampf um den Besitz dieser Münze. Die beiden Überlebenden beschlossen, eine Münze zu werfen, um zu entscheiden, wer von ihnen ihren Fund nach Europa schmuggeln sollte, wo ein höherer Preis zu erzielen war. Der Franzose erklärte sehr ruhig: Ich biete dir 1000 Pfund. Dieses Angebot gilt für genau 20 Minuten. Und 19,5 Minuten starrten sich diese beiden Männer quer durch die Londoner Behausung hinweg an. Schließlich übergab der Bettler die Münze und nahm die 1000 Pfund. Der Franzose hatte eine der prächtigsten Münzen aller Zeiten erworben. Mit einem Durchmesser von fast 6,5 Zentimetern und einem Gewicht von 169 Gramm Gold hat der Münzsammler die seltenste Münze der Welt gekauft. Anhand von Münzen kann man bestimmen, wer zu welcher Zeit in verschiedenen Regionen regiert hat. Dort folgten viele verschiedene Herrscher griechischer Herkunft aufeinander. Diese griechische Münze ist ein Meisterwerk, sehr fein ziseliert und geprägt. Es handelt sich um die größte Goldmünze der Antike. Sie wurde unter dem berühmten König Eukratides geprägt. Er herrschte in Baktrien und Pakistan. Die Entdeckung der Münze ist eine Sensation. König Eukratides steht für ein Reich, von dem viele annehmen, es handle sich um das legendäre griechische Königreich, begründet von Alexander dem Großen. Baktrien, das alte afghanische Land der 1000 Städte. Plutarch. Aufzeichnungen zufolge hat Alexander in Zentralasien ungefähr 1000 Städte erbaut. Viele von ihnen natürlich in Baktrien. Die schiere Größe und das Gewicht dieser herausragend gearbeiteten Münze lässt die Herzen von Goldsuchern und Sammlern höher schlagen. Die goldene Münze des Eukratides ist der erste greifbare Beweis, dass sich irgendwo im afghanischen Boden ein Vermögen verbirgt. Ein Schatz, der auf Alexander den Großen zurückgeht. In seinem Buch Into the Land of Bones beschreibt Professor Frank Holt Alexanders Eroberungsfeldzug in Baktrien, dem heutigen Afghanistan. Alexander wuchs in einer Umgebung auf, die von militärischem Ehrgeiz, von heroischen Idealen und Träumen geprägt war. Persien war ein extrem reiches Land und den Griechen schien seine Eroberung besonders lohnenswert. Im Jahr 334 vor Christus bricht Alexander in Mazedonien zu einem Feldzug auf, mit dem er das mächtige und geheimnisvolle Perserreich erobern will. Innerhalb von 5 Jahren hat er Osteuropa, Nordafrika und das westliche Asien erobert. Alexanders militärisches Geschick beschert seiner Armee zahlreiche Siege. Der Erfolg hält an, bis er Baktrien erreicht. Als Alexander in das Gebiet des heutigen Afghanistan kam, traf er auf hartnäckigen Widerstand. Alexander war überrascht, denn bislang war noch niemand aus dem Westen so weit wie er vorgedrungen. Als Alexander die Stadt Baktra erreichte, bot sich ihm ein grausiges Bild. Leichen von Hunden zernagt. Und er begann sich zu fragen, welche Barbarei hier herrschte. Die Leichen derer, die vor Alexander auf Baktra marschiert sind, sind für die Invasoren eine deutliche Warnung. Doch die Gegend ist reich an Gold. Und so abstoßend wie für Alexander die Barbarei ist, so verlockend ist der Reichtum. Persien war extrem reich. Es war in der Lage, 5000 Tonnen Gold- und Silberreserven anzuhäufen und ein Großteil davon kam aus Baktrien. Baktrien lag am Knotenpunkt der späteren großen Seidenstraße. Die Seidenstraße war vor allem eine Handelsroute. Afghanistan war das Tor zum heutigen Nahen Osten. Der Handel aus Europa, dem Römischen und dem Griechischen Reich führte dorthin durch und endete erst in China. Egal, ob man aus dem Osten kommt und nach Westen will oder umgekehrt, man muss durch Afghanistan. In allen benachbarten Gebieten wurden Gold- und Silberwaren hergestellt und Richtung Baktrien gelenkt. Baktrien und sein Gold werden von Bessos kontrolliert, einem Kriegsfürsten und gefährlichen Gegner. Er hat die umliegenden Stämme im Kampf gegen Alexander geeint. Bessos erhob Anspruch auf den persischen Königsthron, den auch Alexander für sich beanspruchte. Sie waren Rivalen. Die öde Wüste Turkmenistans. Er verliert dabei 2000 Mann. Letztlich wird Bessos von seinen eigenen Männern verraten. Diese erhoffen sich Alexanders Gunst, wenn sein Widersacher geschlagen ist.
Viele seiner stärksten Kämpfer wandten sich gegen ihren Anführer Bessos. Sie hintergingen ihn, nahmen ihn gefangen und übergaben ihn Alexander zur Bestrafung. Bessos wurden Nase und Ohren abgeschnitten. Dann wurde er zwischen zwei jungen, heruntergebogenen Bäumen gefesselt. Als man die Seile durchtrennte, schnellten die Bäume senkrecht in die Höhe und rissen Bessos Körper in zwei. Blutvergießen im Namen von Macht und Reichtum belegt das Gold und diejenigen, die es in ihren Besitz bringen wollen, mit einem Fluch. Alexander setzt seinen Eroberungsfeldzug in Baktrien fort. Alexander wollte, wo immer er hinkam, ein kulturelles Vermächtnis hinterlassen. Wann immer Alexander ein Gebiet oder eine Region eroberte, ließ er einen Teil seiner Truppen zurück. Er ließ sie dort Stützpunkte errichten, die sie Alexandria nannten. Alexander gründet griechisch-baktrische Städte. Im ländlich primitiven Afghanistan etabliert er eine überlegene westliche Kultur. Der kulturelle Einfluss der Griechen bereicherte die Region. Die Griechen waren zur Zeit Alexanders die fortschrittlichste Zivilisation der Welt. Seine Kultur verschmolz mit der örtlichen Kultur, nicht indem sie ihr aufgezwungen und die lokale Kultur unterdrückt wurde. Es war eine Verschmelzung zweier Kulturen, aus der die gräko-baktrische Kultur hervorging. Alexanders gräko-baktrische Städte blühen auf. Gold und Reichtümer aus den umliegenden persischen Gebieten strömen in das Königreich. Aus dem Gold werden Münzen geprägt, Schmuck und Kunstwerke gefertigt. Zur Zeit Alexanders wurden diese wunderschönen baktrischen Münzen hergestellt. Auf ihnen sind die Köpfe der Generäle abgebildet, die zu Statthaltern ernannt worden waren. Es sind großartige Stücke. Alexanders Streben nach immer größerer Macht und weiteren Reichtümern führt ihn über die Grenzen Baktriens hinaus. Doch im Jahr 323 vor Christus wird er von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht. Alexanders Schicksal ist ein früher Tod. Manche behaupten, er sei der Erste, dem das baktrische Gold Unglück gebracht habe. Auf dem Schatz laste ein Fluch, der sich in der Geschichte ein ums andere Mal wiederholen würde. Nach Alexanders Tod fiel sein Reich auseinander. Die griechische Dynastie Baktriens kann ihr Bestehen bis 145 vor Christus sichern. Doch dann hält König Eukratides den vordringenden Nomadenstämmen nicht mehr stand. Der Rest des griechischen Königreiches wurde entlang des Flusses Oxus angegriffen und von nomadischen Invasoren aus dem Norden überrannt. Angesichts der drohenden Niederlage beeilen sich die Griechen, einen Großteil ihrer Schätze zu vergraben. Viele Griechen versteckten ihr Vermögen, um es sicher zu verwahren. Sie hofften auf bessere Zeiten, in denen sie zurückkommen, es hervorholen und ihr normales Leben wieder aufnehmen würden. Unglücklicherweise kehrten die Menschen nicht zurück. Die Schätze blieben vergraben. Mit dem beginnenden Zusammenbruch des Gräko-Baktrischen Reiches gerät einer der größten Goldschätze der Welt in Gefahr. Mehrere Nomadenstämme kämpfen um die Vorherrschaft in der Region. Baktrien fiel von einem Reich ans nächste. Es wurde immer wieder aufs Neue erobert und beherrscht. Schließlich kamen die Kuschan. Die Kuschan waren eine Allianz aus 5 verschiedenen zentralasiatischen Nomadenstämmen, die Baktrien gemeinsam unterwerfen wollten. Als das Volk der Kuschan die Griechen in Baktrien besiegte, plünderten sie alles, dessen sie habhaft werden konnten. Alles, was die griechischen Könige über viele Jahrzehnte hinweg angesammelt hatten, brachten sie in ihren Besitz. Die Kuschan plündern und brandschatzen die herrlichsten Besitzungen des Landes. Griechen, die es wagen, Widerstand zu leisten, werden massakriert. Diese Nomaden liebten Gold. Sich mit Gold und Geschmeide zu schmücken, war für sie etwas Besonderes. Die kommenden 100 Jahre ziehen die Kuschan durch die Region und mit ihnen verschwinden alle Relikte des gräko-baktrischen Königreiches. Sollte es Überlieferungen und Biografien aus dem antiken Baktrien gegeben haben, so gingen alle verloren. Baktriens Geschichte verschwand allmählich ins Reich der Fabeln und Legenden. Über den Untergang einer Zivilisation wurde nicht viel aufgeschrieben, deshalb gibt es so wenig verlässliche Informationen über sie. Die Geschichte Baktriens geriet allmählich in Vergessenheit. Mit dem Niedergang des Kuschanreiches im 3. Jahrhundert nach Christus verschwinden die Kleinodien und Schätze Baktriens spurlos. Der Versuch, diese sagenhaften Kunstschätze wieder aufzuspüren, wird begleitet von Tod und Zerstörung.
Im Jahre 1867 taucht in London eine große Goldmünze auf. Sie ist im Besitz eines afghanischen Bettlers und der erste Hinweis auf die Existenz eines mysteriösen Schatzes, der bis auf die Zeit Alexanders des Großen zurückgeht. Daraufhin machten sich viele Forscher auf, um das historische Land zu suchen und unter die Lupe zu nehmen. Ein Land, das einmal Baktrien hieß und jetzt Afghanistan genannt wird. Über Afghanistans Kultur war wenig bekannt. Deshalb war kaum jemandem klar, was im afghanischen Boden zu finden war. Die renommiertesten damaligen Forscher kamen. Aber weil Afghanistan ein schwieriges Terrain ist, konnten sie den Schatz, den sie suchten, nicht finden. Ohne größere Funde werden die Forscher es bald müde, nach dem antiken Baktrien zu suchen. Aber wo sind die 1000 Städte, die die Baktrier gebaut und beherrscht haben? Die Archäologen mussten da weitermachen, wo die Numismatiker aufgehört hatten. Oberirdisch ist von der baktrischen Vergangenheit nichts mehr zu entdecken. Um die untergegangenen Städte und ihre Goldreserven zu finden, müssen die Archäologen graben. Die ersten sind im Jahr 1922 die Franzosen. Erst im 20. Jahrhundert wurde mit ernsthaften Ausgrabungen begonnen. Dies war dem großen französischen Archäologen Fouché zu verdanken, der 1922 eine archäologische Mission Alfred Fouché, der unbestrittene archäologische Experte für diese Region, steht vor der größten Herausforderung seines Lebens. Als ihr einziges Ziel, Spuren, Überreste dieses griechischen Königreiches zu finden. Fouché begann, die naheliegenden Orte aufzusuchen, Balkh zum Beispiel. Seit der Antike war es als Hauptstadt Baktriens bekannt. Wenn Überreste der Griechen, die in der Region gelebt hatten, zu finden waren, dann sicher in Balkh. Er hoffte, in Balkh als erster ein griechisches Bauwerk zu finden. Aber er konnte nichts von Interesse entdecken, denn alles war begraben unter neueren Gebäuden. More recent layers of buildings. Es gab eine Zivilisation. Er konnte nicht begreifen, warum er keine griechischen Bauwerke freilegte, an einem Ort, an dem, wie die vielen Aufzeichnungen griechischer Schriftsteller belegen, griechische Könige gelebt hatten. Fouché setzt seine Ausgrabungen an verschiedenen Orten in Afghanistan fort, aber der verschwundene Schatz wird nirgendwo gefunden. Er kam zu dem Schluss, dass er nichts gefunden hatte, weil es nichts gab. Das war die gräko-baktrische Fata Morgana. Fouché verließ das Land, ohne berühmt geworden zu sein. Das Fantasiegebilde ab und kehrt nach Frankreich zurück. Erst 1946 kommen neue Teile des baktrischen Puzzles ans Tageslicht. Im nördlichen Afghanistan, im Gebiet um Kunduz, finden Grenzsoldaten eine Sammlung Silbermünzen. Die Kunduz-Münzen wurden rein zufällig entdeckt. Und die Leute, die diesen Münzhort fanden, mussten ihn dem Museum in Kabul übergeben. Die Münzen werden umgehend von international anerkannten Experten untersucht. Jede von ihnen ist ein Indiz für zwei Dinge. Erstens für den großen Reichtum, den es einst in Baktrien gab, und zweitens für die und die dazu führten, dass die Griechen ihre Reichtümer zurückließen, als sie nach Süden flohen. 15 Jahre vergehen, bis ein weiterer Anhaltspunkt entdeckt wird. 1961 konzentriert sich die Spurensuche auf das Gebiet nordöstlich von Kunduz. Der afghanische König persönlich trägt entscheidend zur Lösung des großen Rätsels seines Landes bei. Der König von Afghanistan pflegte in diesem Teil des Landes am Fluss Oxus, dem Amu Darya, zu jagen. König Mohammed Zahir Shah fällt nahe dem Ort Ay-Khanum etwas Ungewöhnliches ins Auge, ein riesiges Dreieck unter der Erdoberfläche. Er sah ein steinernes Kapitel. Er entdeckte einige weitere bedeutsame Überreste, kaum sichtbar, nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche. Der König erkannte den Umriss einer ganzen Stadt. Als er sich in der Umgebung erkundigte, bekam er zu hören, dass im Dorf Ay-Khanum einige erstaunliche Funde gemacht worden waren. Die baktrische Fata Morgana sollte nun Wirklichkeit werden.
Der König war sehr gebildet und ihm war die Bedeutung seines Fundes bewusst. Er teilte ihn den französischen Archäologen in Afghanistan mit. Die französische Delegation ist im Jahr 1961 nur zu interessiert, die Entdeckung des Königs in Augenschein zu nehmen. Ihr Leiter Paul Bernard begibt sich umgehend nach Aït Hanoum. Wir fuhren hin und besichtigten den Ort. Uns war sofort klar, dass es genau das war, wonach wir gesucht hatten. Wir waren in einem Schockzustand, denn es war so außergewöhnlich. Wir hatten den Beweis, dass wir uns an einem griechischen Ort befanden und dass es sich um eine große Stadt handelte. Bernard verlegt sein Ausgrabungsteam nach Aït Hanoum. Umgehend wird mit der schwierigen Arbeit begonnen, 2000 Jahre alte Ablagerungen zu durchsuchen. Es waren sehr harte, sehr anstrengende Ausgrabungen. Es ist nicht leicht, mit dem Klima zurechtzukommen. Doch die Mühe wird reichlich belohnt. In der Mitte der Stadt entdeckten wir einen sehr großen Palast. Die Dimensionen des Bauwerks waren riesig. Während der einige Jahre dauernden Ausgrabungsarbeiten sind Bernard und sein Team immer wieder überrascht, welch glanzvolle Geschichte die Stadt gehabt haben musste. Aït Hanoum repräsentiert eine sehr hochentwickelte Kultur. Die Stadtmauern sind 10 Meter hoch und 7 Meter dick. Ein riesiges Eingangstor führt in die Stadt. Betrat man diese Stadt, sah man zur Linken ein großartiges griechisches Theater mit 5000 Sitzplätzen. Das größte griechische Theater östlich der mediterranen Welt. Es konnte sich nur um ein sehr wichtiges Gebäude handeln. Und durch Vergleiche wussten wir, dass diese Architektur nur königlich sein könnte. Es gab eine prächtige Sporthalle, einen Platz für Wett- oder Ringkämpfe und natürlich den Palast von Aït Hanoum. Es ist einer der größten, die jemals gefunden wurden. Neben den königlichen Gemächern verfügte er über Empfangshallen und Kolonnaden und daran angegliedert eine Schatzkammer. Als die Archäologen in die Schatzkammer vordringen, hoffen sie, das lang ersehnte Gold von Baktrien zu finden. Doch sie werden enttäuscht. Der Schatz scheint bereits vor langer Zeit geplündert worden zu sein. Bis 1978 werden lediglich ein paar versteckte Silbermünzen und Kunstgegenstände in der Nähe der Schatzkammer gefunden. Dennoch liefert die Erforschung von Aït Hanoum den Beweis, dass es im Gebiet des heutigen Afghanistan ein reiches griechisches oder hellenistisches Königreich gegeben hat. Aït Hanoum ist eines der bedeutendsten Beispiele für die Vermischung der hellenistischen und der baktrischen Kultur. Für uns ist zusätzlich von Bedeutung, dass offenbar wird, wie man an den äußersten Grenzen der griechischen Welt gelebt hat, im heutigen Afghanistan. Bleibt nur noch die Frage, wo der Schatz geblieben ist. Seit mehr als einem Jahrhundert hat das sagenumwobene Gold antiker griechischer Könige Abenteurer und Forscher nach Afghanistan gelockt. Alle hoffen, das Rätsel des verschwundenen Schatzes zu lüften. Das Gold von Baktrien bleibt verschollen, aber sein grausames Vermächtnis wird Wirklichkeit, als in Afghanistan Krieg ausbricht. Ein kommunistisches Regime übernimmt die Macht und König Schah, der die Ausgrabungen in seinem Land gefördert und unterstützt hat, wird abgesetzt. Die Regierungszeit von Zahir Shah 1933 bis 1973 galt als glückliche Epoche. Sein Cousin Dawood stürzte ihn 1973 zu einer Zeit, als die Kommunisten immer stärker wurden. Afghanistans Grabungsstätten bieten den regionalen Widerstandskämpfern, die die kommunistische Regierung bekämpfen, leichte Beute. Die afghanischen Warlords plünderten so viel wie möglich, um sich die für einen Krieg notwendigen Mittel zu beschaffen. Die Arbeit der Archäologen erweist sich zunehmend als schwierig. Dennoch ergreift ein ungewöhnlicher Mann die Gelegenheit, nach dem verschollenen kulturellen Nationalerbe Afghanistans zu graben. Der sowjetische Archäologe Dr. Viktor Sarjanidi.
Wir gingen in den Norden Afghanistans, in die Grenzregion, denn westliche Archäologen waren dort aufgrund der gefährlichen Bedingungen nie gewesen. Die Ausgrabungen an der antiken Stätte namens Yemschi Tepe in der Nähe der kleinen Stadt Shibargan haben bereits begonnen. Die Forschungsarbeiten werden von einem Team sowjetischer und afghanischer Archäologen geleitet. Die Grabungen haben bereits erstaunliche Resultate gezeitigt. Es gab eine große Stadt. Die dort gefundenen Relikte stammten aus der Zeit, in der die Griechen Baktrien eroberten. Aber es fanden sich auch einige Gegenstände aus der Zeit nach der griechischen Herrschaft. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine weitere große Stadt, die die Griechen während ihrer Herrschaft über Baktrien erbaut haben. Nach dem Sieg über die Griechen gehörte sie zum Reich der Kuschan. Aufgrund ihrer Funde sind wir zu der Auffassung gelangt, dass die Stadt vermutlich eine Schlüsselstellung im Reich der Kuschan hatte. Als die ersten Stücke aus der Kuschan-Zeit zutage befördert werden, herrscht helle Aufregung. Denn noch weiß man wenig über dieses Volk, das die Griechen im Jahr 135 vor Christus besiegt hat. Außerdem sind die Kuschan die letzten bekannten Besitzer der Schätze Baktriens. Bei der Ausgrabung der majestätischen Ruinen dieser antiken Metropole wird ein großer Palast freigelegt. Er ist von zahlreichen Gebäuden umgeben und umfasst ein Areal von 20 Hektar. Die Archäologen können kaum fassen, dass ein Reich, das bislang nur ein Mythos war, nun vor ihren Augen Gestalt annimmt. Auf einer Anhöhe befand sich ein Palast, von dem aus sie die ganze Umgebung überblicken konnten. Deshalb ist davon auszugehen, dass Yemschi Tepe eine Hauptstadt war, bewohnt von den damaligen Königen und Herrschern. Yemschi Tepe ist von hohen und mächtigen Mauern umgeben, ein undurchdringlicher Ring mit einem Durchmesser von gut 600 Metern. Es bestehen kaum Zweifel, dass dies ein weiteres Einzelteil des baktrischen Puzzles ist. Die Geschichte lehrt, wo ein Königreich ist, da ist auch ein König, und wo ein König ist, kann eine königliche Grabstätte nicht weit sein. Was die Grabstätten ihrer Toten angeht, würde man die Stelle normalerweise von den Palastfenstern aus sehen. Es ist also davon auszugehen, dass es in der Nähe sein muss. So konnten die lebenden Verwandten aus ihren Fenstern beobachten, ob alles in Ordnung war und die Totenruhe nicht gestört wurde. Sarianidi und sein Team beginnen außerhalb der Stadtmauern von Yemschi Tepe nach den Gräbern der Kuschan-Könige zu suchen, die einst das Reich regiert hatten. Wir begannen unsere Arbeit damit, dass wir das Gebiet Stück für Stück abfuhren und alle historischen Stätten lokalisierten. Sie stammten alle aus dem Mittelalter, bis auf eine. Sie lag auf einem Hügel und wurde Tilya Tepe genannt, das heißt Goldener Hügel. Auf Tilya Tepe stehend ahnt Viktor Sarianidi nicht, dass direkt unter seinen Füßen ein unglaublicher Schatz liegt. Nachdem ich ein paar Tage gesucht hatte, fand ich bemalte Tonscherben. Daraufhin begann ich mit kleineren Grabungen und stellte fest, dass dies keine normale Siedlung war. Unter den Blicken misstrauischer Warlords beginnt Sarianidis Team tiefer zu graben. Plötzlich stoßen die Arbeiter anscheinend auf einen Tempel. Wir legten den Tempel frei und fanden Eisenwinkel mit großen Nägeln. Später wurde klar, dass diese Teile dazu gedient hatten, Särge zusammenzuhalten. In diesem Moment fing es an zu regnen und der Regen hielt 3 Tage an, während derer wir nicht arbeiten konnten. Unaufhörliche Wolkenbrüche bringen die Ausgrabungen vorübergehend zum Stillstand. Sarianidi und seine Kollegen müssen auf besseres Wetter warten, um zu erfahren, was sich unterhalb von Tilya Tepe verbirgt. Am 15. November ist das Wetter ausreichend gut, um die Ausgrabungen fortzusetzen. An der Westseite des Tempels stößt einer der Arbeiter mit seinem Spaten auf etwas hell Schimmerndes. Sie riefen mich und ich ging hin und sah, dass sie eine goldene Grabkammer gefunden hatten. Sarianidis Team legt die sterblichen Überreste einer Frau frei, von Kopf bis Fuß mit Gold bedeckt. Der Körper der Frau war bedeckt mit kleinen Goldstücken, einige waren größer, verzierte Schmuckstücke oder Figuren. Sie haben das Grab einer Kuschan-Nomadin gefunden, einer Frau, die vor 2000 Jahren bestattet wurde. Sie waren die Herrscher. Wenn jemand, der ihnen nahestand, starb, sparten sie an nichts.
Von 135 vor Christus bis ins dritte Jahrhundert unserer Zeitrechnung plünderten Kuschan-Nomaden das Gold der griechisch-baktrischen Könige und nahmen die Kriegsbeute mit in ihre Gräber. Und so nahmen die in Tilja Tepe beerdigten Kuschan-Herrscher eine riesige Menge Gold mit ins Grab. Ihre Kleidung war mit Gold übersät. In der Nacht zogen die lebenden Nachkommen den Toten diese fantastische Kleidung an und trugen sie schnell hinüber. Sie hoben eine flache Grube aus, legten die Leiche hinein und bedeckten das Grab dann sorgfältig mit Erde und Gras, sodass am nächsten Tag selbst dem Hirten, der dort seine Tiere grasen ließ, nichts auffiel. Die Herrscher aus der Zeit der Kuschan hielten die Grabstelle geheim, um Räuber fernzuhalten. Sie wollten nicht bekannt werden lassen, dass dies eine Begräbnisstätte war. Die sterblichen Überreste einer jungen Frau, die eine Vielzahl von Dingen mit ins Grab nahm, die die großen Kulturen ihrer Zeit repräsentierten. Sie hatte einen chinesischen Bronzespiegel aus der Han-Dynastie, eine Münze aus dem Partherreich, eine Goldmünze vom römischen Kaiser Tiberius, einen Anhänger, der die griechische Göttin Athene zeigt, und ebenso einen Kamm aus Elfenbein, der eindeutig aus Indien importiert war. Sarianidi ist überwältigt von der Menge baktrischen Goldes, das er in Afghanistan findet. Angesichts seines außergewöhnlichen Fundes bittet Sarianidi andere Archäologen, die gerade in Kabul tagen, um ihre Meinung. Ich nahm also einige dieser Medaillons und fuhr zu der Konferenz. Ich wollte diesen Fund mit den Kuschan-Spezialisten teilen. Ich hatte das Gefühl, das sei meine Pflicht. Einer der anwesenden Spezialisten ist der Archäologe Paul Bernard, der 10 Jahre lang ergebnislos nach dem Gold gesucht hatte. Er nahm 2 oder 3 Objekte aus seiner Tasche und bei Gott, wir waren ziemlich überrascht, weil es wunderbare Stücke waren. Von einer Art, wie wir sie noch nie in Afghanistan gesehen hatten. Bernard kann kaum glauben, dass Sarianidi diesen großen Schatz in nur einer Woche gefunden hat. Er begann zu weinen. Er sagte, Viktor, ich habe 10 Jahre lang eine griechische Stadt ausgegraben und niemals ein Stück Gold gefunden. Ich verstand ihn völlig und hatte großes Mitgefühl. Er hatte eine griechische Stadt im Herzen Asiens gefunden und ausgegraben, aber er hatte kein Gold finden können. Die Ausgrabungen halten noch größere Überraschungen bereit. Ich konnte es nicht fassen. Zuerst dachte ich, es gäbe nur diese eine Grabkammer. Vielleicht war eine reiche Person gestorben und begraben worden und so. Aber dann wurde deutlich, dass es sich um mehrere Gräber handelte. Ein zweites Grab wird gefunden, dann ein drittes. Sie zeigten alle in eine bestimmte Richtung und in jedem fand sich eine ungeheure Menge Gold. Die Entdeckungen, die ab 1978 in Tilja Tepe gemacht wurden, förderten eine der größten Sammlungen an Goldgegenständen zutage. Entdeckungen wie diese sind extrem selten. Diese Reichtümer veranschaulichen das Leben von Königen und Herrschern. Sie machen deutlich, wie wohlhabend sie waren. Und gleichzeitig erhellen sie die Zeiten unserer Geschichte, die noch am meisten im Dunkeln liegen. Die Nachricht von der Entdeckung am goldenen Hügel spricht sich rasch herum. Die Afghanen kommen mit Fahrrädern, auf Eseln mit Autos. Alle hoffen, einen Blick auf eine längst untergegangene Kultur erhaschen zu können. Die Nachricht von Viktor Sarianidis Fund verbreitete sich sofort in der ganzen Welt. Die Zeitungen verglichen die Entdeckung mit der des Grabes von Tutanchamun. Es gab eine solche Menge an Gold, mehr als 10.000 Stück. Das verdrehte jedem den Kopf. Bei aller Begeisterung fürchten einige, dass mit der Entdeckung, so wie bei der Öffnung des Grabes von Pharao Tutanchamun, ein Fluch geweckt werden könnte. Das Gold soll schon Alexander dem Großen Unglück gebracht haben. Nun ist es Afghanistan selbst, das leiden muss. Afghanistan 1978. Viktor Sarianidi und ein Team afghanischer Archäologen haben das lang verschollene Gold von Baktrien gefunden. Ein sagenumwobener Schatz, der auf die Zeit Alexanders des Großen zurückgeht und von Umfang und Bedeutung vergleichbar mit dem des Tutanchamun ist. Manch einer glaubt, das Gold sei verflucht. Afghanistan steht vor einem Bürgerkrieg und das Ausgrabungsteam ist in unmittelbarer Gefahr.
Die Kommunistische Partei in Afghanistan bekam von den Islamisten in den eigenen Reihen starken Widerstand zu spüren. Daraus entwickelte sich der islamische Widerstand. Dieser Widerstand wurde von der Bevölkerung unterstützt. Islamische Freiheitskämpfer, die Mujahedin, erheben sich gegen die von den Sowjets installierte Marionettenregierung und beginnen einen blutigen Krieg, um das Land von den Besatzern zu befreien. Wir waren begeistert und zugleich sehr besorgt, als die Mujahedin in der politischen Landschaft Afghanistans auftauchten. Alle archäologischen Stätten wurden ausgeraubt und geplündert. Die USA unterstützen die Mujahedin im Kampf gegen das kommunistische Regime mit Geld und Waffen, haben jedoch kaum Kontrolle über sie. Ich sah schwer bewaffnete Reiter, deren Pferde mit ihren Hufen unsere ganzen Ausgrabungswelle zerstörten. Ich schrie sie an und sah, dass die Arbeiter dabei fast in Ohnmacht fielen. Aber diese Mujahedin ignorierten mich einfach. Sie fuhren ungerührt fort, unsere Mauern zu zertrampeln, drehten sich dann um und zogen weiter. An der Ausgrabungsstätte werden bewaffnete Wachen postiert. Sie sollen die Arbeiter und das massenhaft gefundene Gold schützen. Doch die Schätze im Boden stellen eine so große Versuchung dar, dass es schwerfällt, irgendjemandem zu trauen. Jeden Abend mussten wir das Gräberfeld wieder den Wachen überlassen. Wir hatten keine Absperrungen oder Barrieren. Also sicherten wir die Gräber, indem wir unsere Fußabdrücke im Boden hinterließen und am nächsten Morgen überprüften, ob die Soldaten hineingegangen waren oder nicht. Die Ausgrabungen fördern ein viertes, dann ein fünftes und zu guter Letzt gar ein sechstes Grab zutage. Man schätzt, dass es sich um mehr als 20.000 Goldgegenstände, dazu verschiedene Gemmen und Edelsteine handelt, also eine große Menge Gold. In den sechs Gräbern liegen die Skelette von fünf Frauen und einem Mann. Das Team entdeckt, dass alle Gräber eine gespenstische Gemeinsamkeit aufweisen. Etwas muss passiert sein. Wir wissen nicht genau, was und warum. Aber ganz offensichtlich sind diese sechs Menschen gleichzeitig gestorben. Es scheint, dass sich in der Stadt eine große Tragödie abgespielt hat, die zum Tod der königlichen Kuschan führte. Es gibt Spekulationen, dass es möglicherweise eine Folge des Fluches aus der Zeit Alexanders des Großen sein könnte, mit dem das baktrische Gold belegt wurde. Dahinter verbirgt sich etwas Geheimnisvolles. Ich meine, es steckt so viel Rätselhaftes dahinter. Was war geschehen? Es handelte sich um 26.000 Gegenstände aus Gold. Eine der Toten in den Grabkammern trägt eine goldene Krone. Der Schädel dieser Frau wird zur genauen Analyse nach Moskau gebracht. Als das Skelett gefunden wurde, war es mit Gold bedeckt. Und als die Anthropologen es säuberten, wehte Goldstaub von den Knochen auf. Der Schädel war sehr schlecht erhalten. Es waren lauter kleine Einzelteile. Hier in Moskau fügten wir die einzelnen Teile wieder zusammen. Eine sehr schwierige Arbeit. Es handelt sich eindeutig um den Schädel einer Frau. Sie starb vermutlich im Alter zwischen 35 und 40 Jahren. Anhand des rekonstruierten Schädels wird eine Büste hergestellt, die eine Vorstellung davon vermittelt, wie die Tote ausgesehen haben muss. Sarianidis Team hat das baktrische Gold, den verlorenen Schatz, gefunden. Die Vielfalt ist phänomenal und die Ausführung herausragend. Und die kulturelle Synthese, die dort stattgefunden hat, ist einzigartig. In Tilja Tepe wurden einige Halsketten gefunden mit ziselierten Köpfen griechischer Soldaten und anderen hellenistischen Motiven. Der reine Goldwert des Schatzes wird auf mehrere Millionen Dollar beziffert. Doch sein wahrer Wert liegt in dem, was er über die afghanische Geschichte enthüllt, die zwei Jahrtausende lang im Dunkeln lag. Das Besondere daran ist, dass wir angesichts des handwerklichen Könnens einige unserer Auffassungen von der Kulturgeschichte revidieren können. Diese Sammlung eröffnet Historikern eine Fülle neuer Möglichkeiten. Man kann daraus eine ganze Kultur rekonstruieren, welche Zeremonien sie hatte und wie reich sie war, dass sie Gold so verschwenderisch verwenden konnte. Der wahre Wert liegt in den Informationen, die der Schatz enthält, was er uns offenbart. Insbesondere darin, dass er Nomaden gehört hat, über die man ausgesprochen wenig weiß.
Zwei Monate lang gräbt das Team unter zunehmend härteren Bedingungen. Während Sarianidis Männer in Tilla Tepe immer mehr Gold zutage fördern, ist die Gefahr durch sich bekriegende nomadische Stämme allgegenwärtig. Das größte Problem, mit dem sie zu Beginn der Ausgrabungen zu tun hatten, war die Sicherheit. Man fragte sich, ob die Grabungsstelle angegriffen werden könnte. Sie mussten so schnell wie möglich arbeiten, denn ein neuer Krieg zeichnete sich ab. Die archäologischen Teams warteten darauf, dass die Lage sich beruhigte, damit sie nicht ständig Angst haben mussten, gekidnappt oder getötet zu werden. Die finanziellen Mittel des Projektes sind längst verbraucht und ihre Visa laufen in Kürze ab. Da machen die Archäologen einen weiteren sensationellen Fund. Ein siebtes Grab wird entdeckt. Sarianidi hatte keine Zeit, es freizulegen. Er musste die Ausgrabungen aus mehreren Gründen beenden. Das Wetter war sehr ungünstig und außerdem machte die politische Situation ihre Lage sehr unsicher. Über dem Goldhügel braut sich ein Sturm zusammen. Für den Russen Viktor Sarianidi ist die Situation besonders gefährlich. Es war November und die Mudschahedin hatten ihre Stellungen ganz in der Nähe. Aus ihrer Richtung wehten beständig Rauchwolken herüber. Jeder Ausländer, besonders aber Sowjets oder Russen, waren in Lebensgefahr. Sie mussten das Land sehr schnell verlassen und ihre Projekte aufgeben. Die sowjetischen Forscher und Ausgräber mussten sich mit ihren Funden sehr schnell aus ihrer Region zurückziehen. Nur ungern bricht Sarianidi seine Zelte ab und lässt das nur teilweise freigelegte siebte Grab zurück. Die Vorboten des Krieges könnten bereits von Tod und Zerstörung, die Afghanistan bevorstehen. Der kostbarste Schatz des Landes scheint dem Untergang geweiht. Erneut droht das legendäre baktrische Gold für immer verloren zu gehen. Dr. Viktor Sarianidi und ein Team afghanischer Archäologen haben einen Schatz antiken baktrischen Goldes gefunden. Als die Kämpfe zwischen der kommunistischen Regierung und aufständischen Mudschahedin immer näher an Tilla Tepe heranrücken und eine sowjetische Invasion immer wahrscheinlicher wird, sind Sarianidi und sein Team gezwungen, die Ausgrabungsstätte zu verlassen. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass es mindestens noch drei oder vier weitere Gräber gab. Insgesamt waren es mindestens 10. Wir haben mit Sicherheit noch Gold im Boden zurückgelassen. Wir haben das siebte Grab kaum angerührt. Wir hatten keine Zeit mehr, das Geld war uns ausgegangen. Die Bedingungen waren einfach zu entsetzlich, deshalb gingen wir fort. Sarianidi lässt das siebte Grab nur teilweise freigelegt zurück. Alles, was sie gefunden hatten, mussten sie zusammenpacken und ins Museum bringen. Angesichts der Ereignisse scheint es wie eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Russen Afghanistans Schatz retten. Zunächst. Wir verbrachten 2 Wochen damit, das Gold den zuständigen Afghanen im Museum von Kabul zu übergeben. Jedes Stück musste verzeichnet werden. Mehr als 20.000 winzige Stücke. Wir zählten und zählten. So viel, dass ich das Gold nicht mehr sehen konnte. Ein Inspektor sagte, eine kleine Tüte Gold würde fehlen. Ich bekam fast einen Herzinfarkt. Was meinte er mit fehlen? Wir hatten alles mitgebracht. Letzten Endes fand sich alles und der Fehler war darauf zurückzuführen, dass die Menge an Gold so riesig war. Sarianidis Team beschließt, bis zum Frühjahr abzuwarten und dann die Ausgrabungen in Tilla Tepe fortzusetzen. Sie hatten ja nur einen Teil der Gräber vollständig ausgraben können. Es war also noch viel übrig. Doch mit dem baktrischen Gold ist auch der angebliche Fluch zutage gefördert worden, der Sarianidis Rückkehr nach Tilla Tepe verhindert. Das Jahr 1979, in dem Sarianidi den Fund seines Lebens macht, ist der Beginn von 23 Jahren Krieg. In der letzten Dezemberwoche marschierte die Sowjetunion in Afghanistan ein. Die Sowjetunion nahm für sich das Recht in Anspruch, in jedem kommunistischen Land der Welt zu intervenieren, um es vor konterrevolutionären Kräften zu schützen. Das Ziel der Sowjetunion ist die Verteidigung des kommunistischen Regimes in Afghanistan.
Bei einem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in Afghanistan fürchtete man, dass sich der Islam über die Grenzen hinweg ausbreiten und nach Zentralasien vordringen könnte. Deshalb beschloss Brezhnev den Einmarsch in Afghanistan. Die Sowjets intervenierten umfassend. Innerhalb kurzer Zeit hatten sie alle Städte eingenommen. Die sowjetische Armee marschierte mit 110.000 Mann ein, die unser Land verwüsteten. Von 1979 bis 1989 töteten sie mehr als 2 Millionen Menschen. Während dieser Geschehnisse gingen der Sinn und das Verständnis für das kulturelle Erbe verloren. Zweitausend Jahre zuvor hatte Alexander der Große das baktrische Gold geplündert und war bei seinem Eroberungszug in Afghanistan in eine schwere Krise geraten. Nun, nach der Entdeckung des, geraten die russischen Invasoren in Schwierigkeiten. Wenn man von der Warte der neueren Geschichte aus die von Alexander in Afghanistan geführten Kriege betrachtet, entdeckt man einige erstaunliche Parallelen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Sowohl im heutigen Krieg in Afghanistan als auch in den Kriegen der Antike waren moderne, gut ausgerüstete Armeen, die für große Schlachten ausgelegt waren, plötzlich mit Aufständen und Guerillataktik konfrontiert. Die Warlords der Vergangenheit haben mit denen der heutigen Zeit vieles gemein. Auch die Kämpfe finden bezüglich Klima und Terrain unter den gleichen Verhältnissen statt. Wir haben es mit den gleichen schwer niederzuschlagenden Rebellenbewegungen zu tun. Aber es besteht die Notwendigkeit, sich unter den Warlords Verbündete zu suchen. Aber man muss sehr sorgfältig prüfen, wem man trauen kann und wem nicht. Alexander hatte dieselben Probleme. Reihen sich die Anführer der verschiedenen aufständischen Volksgruppen zusammen und nehmen den Kampf gegen eine Weltmacht auf. Die Sowjets kontrollierten die größeren Städte, aber sie hatten keine Kontrolle über die ländlichen Gebiete. Die Russen drangen ins Panjshirtal vor, der Heimat von Ahmad Shah Massoud, einem der größten Guerillaführer aller Zeiten. Die Russen wussten, dass es eine Hochburg des Widerstandes war. Sie rückten mit ihren konventionellen Truppen ins Tal vor und siehe da, sie fanden nicht einen einzigen afghanischen Kämpfer. Nachdem sie das Gebiet gesichert hatten, machten sie kehrt, um abzuziehen. Und bei ihrem Rückzug kam hinter jedem Felsen ein Afghane hervor. Es war also kein geordneter Rückzug mehr, sondern eine Flucht. Und so geschah es immer wieder. Während der Krieg tobt, verfolgen Viktor Sarianidi und Historiker auf der ganzen Welt das Geschehen mit besonderer Sorge. Sie hoffen, dass der noch nicht ausgegrabene Teil des baktrischen Goldes von Tilja Tepe nicht geplündert wird. In dieser Situation ergriffen die afghanischen Soldaten die Gelegenheit, die drei verbliebenen Grabstätten von Tilja Tepe auszugraben. Es gibt Fotografien von Sotheby's und Christie's. Beide hatten Stücke im Angebot, die den unseren glichen und nur an unserer Grabungsstätte gefunden sein konnten. Die zu allem entschlossenen Mudschahedin lassen keine Möglichkeit ungenutzt, ihren Krieg gegen die Sowjets zu finanzieren. Verschiedene Länder sahen eine günstige Gelegenheit, den Russen eine blutige Nase zu verpassen. Sie begannen, die Mudschahedin zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, Pakistan, China, alle begannen, über Pakistan Hilfe zu schleusen. Dadurch waren die Widerstandskämpfer in der Lage, die Situation zu stabilisieren. Im Jahr 1986 schließlich bekamen die Mudschahedin Stinger-Raketen. Das änderte alles. Mit Stinger-Raketen waren sie in der Lage, sowjetische Hubschrauber auszuschalten. Ohne Hubschrauber konnten die Russen den afghanischen Luftraum nicht kontrollieren. Und angesichts der Größe des Landes und der wenigen Straßen konnten sie weder Soldaten noch Nachschub transportieren. Als das passierte, begannen die Mudschahedin, den Krieg zu gewinnen. Mit finanzieller Unterstützung der USA fügen die Mudschahedin den Sowjets in ganz Afghanistan schwere Verluste zu.
Michail Gorbatschow, der neue Staatschef der Sowjetunion, möchte den Krieg in Afghanistan so rasch wie möglich beenden. 1987 trafen die Sowjets die Entscheidung, das Land zu verlassen. Sie zogen aus Afghanistan ab. Auf den Abzug der Sowjets folgte der Zusammenbruch der sowjetisch gestützten Regierung. 1988, als die sowjetischen Panzer aus Afghanistan hinausrollen, haben viele den Verdacht, das baktrische Gold werde mit ihnen herausgeschmuggelt. Die Sowjets zogen ab und dann stellte sich die Frage, wo ist das Gold? In Afghanistan war man überzeugt, dass das baktrische Gold in der Zeit des Kommunismus in Afghanistan gestohlen worden war. Die russische Armee hatte bei ihrem Rückzug vermutlich alles Gold mitgenommen, das es gab. Erstaunlicherweise lagert der Schatz, den Sarjanidi im Nationalmuseum deponiert hat, noch immer dort. Das Gold hat die russische Invasion überstanden. Aber es bleibt abzuwarten, ob es auch die nächste Ära in der afghanischen Geschichte überstehen wird. Der islamische Widerstand war ein Zusammenschluss verschiedener Gruppen, die sich bemühten, gemeinsam das Land zu regieren. Aber diese Koalition basierte sowohl auf unterschiedlichen ethnischen Hintergründen als auch auf religiösen Differenzen. Sunniten gegen Schiiten. Die Folge war, dass sie sich nie einigen konnten. Die Menschen waren voller Hoffnung, dass die Anführer des Widerstandes Stabilität bringen würden. Stattdessen kam der Bürgerkrieg. 1992 sind die verschiedenen Gruppierungen, die gemeinsam gegen die Sowjets gekämpft haben, in einen erbitterten Kampf untereinander verwickelt. Mit dem Ringen um die Macht in Kabul sind Afghanistans Kulturschätze erneut in Gefahr, geplündert und zerstört zu werden. Würden all diese wunderbaren Dinge, die Paul Bernard und Victor Sarjanidi ausgegraben hatten, sicher verwahrt bleiben? Oder würden sie heimlich in andere Länder geschafft werden? Würde es in Afghanistan überhaupt noch archäologische Ausgrabungen geben? In Kabul wütet der Bürgerkrieg und dem Gold von Baktrien droht erneut eine Katastrophe.